So, willkommen zurück zu... Was war das? Zu Wings Club, meine lieben Freunde. Ah ja, ich habe so ein Schutzschild, ne? Ja, ich habe ganz vergessen. Wo zielt sie denn hin? Dass ich so ein Schutzschild habe? Damit kann ich mich schützen gegen Angriffe von diesen Fiesen. Oder hätte ich mich gegen die Spinnen verteidigen können? Hätte ich das mal vorher gewusst. Also ich wusste es ja vorher, aber hätte ich es doch mal auch gemacht, ne? Oh, da bin ich schon wieder angelasert. Hey, hey, geh weg mit deinem komischen Stachel. Hey, was ist mit der Kamera? Moment, ich sehe ja gar nichts. Ich sehe ja gar nichts. Oh nein, Blumen. Blumen ist tot, Leute. Okay, das war's. Verloren. Verloren hab ich noch nicht. Ach, tatsächlich muss ich das dann neu schauen. Oh, gut, dass ich gespeichert habe, Leute. Gut, ja, kann man es überspringen. Ja, bla 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 bla. Ey, das ist ja... Okay, das heißt, also speichern ist wichtig, denn... ne? Ihr habt es gerade gesehen. Sonst bin ich einfach verloren. Dann ist der Spaß vorbei. Und dann war es das hier. Wie kriege ich denn wieder Leben? Also, das muss ich ja wieder aufladen. Kriege ich das durch so... diese komischen Samenkörner oder was, oder... das ist ja hochinteressant. Okay, das bringt mir gar nichts. Ich baller ihn einfach schon voll auf den Arsch. So. Ha! Aus dem Fernkampf. Aus der Distanz. Das ist meine Fachspezialität. Guck mal, der weiß noch nicht mal, dass ich da bin und ich mache ihn schon kaputt. Ja, der fliegt zu hoch. So, jetzt. Friss das, Alter. Nein, oh mein Gott. Die sind aber auch fies, ey, oder? Was für krasse Fieslinge. Ach, hier im Moor, das ist doch immer schön. Ich nenne es liebevoll immer das Pups- und Kackmoor. Das klingt wie so eine Schule bei Harry Potter. Oh nein, die Schüler von Kackmoor sind wieder da. Die riechen immer so komisch. Ich hasse die Schüler vom Kackmoor. Naja. Was? Ah. Also sie darf nicht in so einen Furz reinsteigen, oder was? Oh nein. Wie ihre Beine danach wohl aussehen mögen und ihre Feinstrumpfhose. Eieieiei. Oh. Guck mal hier, da ist wohl deine Mutter reingelaufen. Naja. Nun gucken wir mal hinein. Oh, was ist denn das? Kommt denn eine Hand aus dem Boden? Krasse tempelhafte Musik. Oh, das ist das Tempelmoor. Hier ist ja voll mooriger Boden. Okay, gespeichert. Speichern finde ich gut. Oh, Alter. Warte, Blum. Bevor du weitergehst, muss ich dir etwas über die Schweigus Carnivorus Pflanzen sagen. Ja, okay. Sie sind Fleischfresser, die Stille lieben und nach Beute jagen. Mhm. Da sie nicht kaputt zu kriegen sind, solltest du ihnen lieber nicht zu nahe kommen. Klar, Chef. Was ist mit dem Frosch des Todes da hinter uns? Hey. Zungenblocker. Boah, der hat mir schon ganz schön zugesetzt hier, der Alte. Ey, der hat mir schon richtig aufs Maul gewämst. Was ist mit dem hier? Kann ich mich da heilen? Das sieht so aus, als wäre eine Pflanze, an der ich mich heilen könnte. Okay, warte mal, gehen wir in die Richtung? Oder sollen wir zu der anderen Pflanze gehen? Oder gibt es hier irgendwas gratis? Ich wusste, die Kamera ist echt anstrengend manchmal. So, komm her. Wo ist er? Da. Ich mach dich kaputt. Ich hab noch was zu leben, da muss ich echt aufpassen. Alter, was, der cheatet doch voll. Ach, das ist eine Mauer. So. Okay. Yeah. Voll aufs Maul. Ich bin die alle. Oh yeah. Die sind dumm und ich bin cool. Die sind dumm und ich bin cool. Da ist eine Spinne, das sagst du. Nee, warte. Ich muss mich richtig drehen so. Jetzt knallt ja schon voll also auf die Fresse hier. Alter. Ja. Ins Gesicht. Oh.
am Boden liegen, Alter. Bleib du am Boden. Boah, diese ekelhaften. Jetzt haben wir uns noch gar nicht unsere Pflanze geholt. Und es gibt zu lösen. Wieder dieses komische Tier da. Boah, ist schnell. Boah, ist schnell. Ach so, ich dachte, wir entdecken wieder. Wir müssen ja noch die anderen Feen entdecken, oder? Es sind ja immer noch welche hier versteckert. Was mache ich mit den ganzen Sternen? Leute, kann ich mir da harte Klamotten für kaufen? Oder wie ist da der Plan? Ist hier wieder Gefahr? Umleitung. Vor dir ist Treibsand. Das interessiert mich doch nicht. Treibsand. Oh, ja. Irgendwie sieht das nicht so... Das sieht so verdächtig aus da drüben. Okay, die nehme ich mit. Und hier? Was ist hier? Schon wieder das Ding. Kein Problem. Und? Ja, ah. Du hast mich gefunden. Hallo, Ralan. Ich bin beeindruckt. Ja, zu Recht. Ich bin ja auch die Geilste. Ich bin schließlich Bloom. Bloom. The Doom. Oh, das ist bestimmt so eine... Ich wollte gerade sagen, das ist wie ein Dark Souls. Das ist ein Glühwürmchen. Immer wenn du etwas findest, erhöht dich deine Zauberkraft als Fee. Geil. Ich dachte, es wäre wie ein Dark Souls und diese Truhe frisst mich jetzt auf oder sowas. Okay. Dann würde ich sagen... Okay, da kommt nichts raus. Schade. Ich dachte, da... Können wir nochmal Sternchen sammeln. Dann gehen wir mal eben speichern. Und dann gehen wir Flora so eine komische Pflanze einfangen, hätte ich gesagt. Wir müssen den ja erst irgendwie ausweichen. Keine Ahnung, ich habe ihr nicht zugehört. Sie möchte auf jeden Fall hier. Ich bin immer noch geistig bei meinem Prinz. Oh mein Gott, mein Prinz. Ja. Wenn der Prinz... auf dem Fahrrad angerollt kommt, dann wäre das meine Prinzenrolle. Jo, das war ein krasser Joke. Den könnt ihr euch gerne auf den Hintern tätowieren, wenn ihr wollt. So. Aha, da hinten ist Action. Und da... Ich weiß ja gar nicht, wo ich hin muss. Aua. Autsch. Das tat wirklich krass weh. Ich bin maximal entsetzt von dieser großen Gewalt. Von dieser großen Gewalt, die hier mit mir getrieben wird. Ja, also das ist wirklich... Ich bin wirklich entsetzt. Oh, Alter. Der hat ja krass drauf. Und ich dachte, die beißen und fressen mich oder so. Ah, genau. Die sollte ich mitnehmen, ne? Aber war es nicht so, dass ich irgendwie... Oh, diese Kamera. Wo ist es denn? Oh, jetzt baller halt mal. So, okay. Schon wieder fast tot. Ey, wie war das jetzt? Die Dinger schlagen nach Geräusch aus? Alter Schwede. Das ist ja total krank hier. Müssen wir da hinten weiter? Boah, ey. Boah, ey. Also das ist ja wirklich total... Ich fasse es nicht. Die sind ja richtig Fisomatico. Kann ich die irgendwie bewusstlos machen? Ja, ne? Die halten alles aus. Wir sind ja schon wieder fast tot. Komm, wir gehen lieber nochmal speichern, wenn das geht, weil wir haben ja jetzt schon das Samenkorn, das wir holen sollten. Und, shit, komme ich da durch? Nee, ne? Dann. So. Ja, ich möchte speichern. Ah, da hinten ist die Kröte wieder. Okay, dann gehen wir jetzt mal, gehen wir trotzdem mal durch. Au! Ey, ich fasse es nicht. Also heute machen die Pflanzen mich aber richtig kaputt. Ich finde den Song total geil.
Also wirklich, jetzt, ich finde den super catchy. Ich finde ja so, also Spiele sind ja immer geil, wenn die geile Musik haben. Gibt ja nichts Besseres als gute Videospielmucke, ne? Ja, okay. Und jetzt Vollgas. Das ist wie das Lied von Mein Gestüt. Oh, also Mein Gestüt 2. Hey, ich bin doch hier super drüber gesprungen. Nee, Kamera, mach mal keinen Scheiß jetzt hier. Weggelasert. Oh nein. Nicht die Terrorkröte. Komm her. Ich schieß dir auf deine drei Augen. Ja, ganz genau so. Ganz genau so, du hässlicher Kröterich. Oh nein, was ist hier los? Eine unsichtbare Mauer. Nee, die ist gar nicht unsichtbar. Die ist sehr sichtbar sogar. Eine sehr sichtbare Mauer. Oh oh. Oh, da hinten ist der Troll. Auf, irr, was bist du? Oh Mann. Ja, das haben wir schon nach, die Pflanze. Ja, ja. Du sollst mal ruhig sein, genau, weil die Schnauze halten, Alter. Ach so, also Flora kann also mit den Pflanzen sprechen und befreit jetzt hier die Tentakelmonster. Und, ja, werden hier befreit. Und das, ist wirklich ganz wunderbar. Jetzt haben wir die hässlichen Typen da auch noch. Die anscheinend noch ganz frisch sind. An der Hacke. Wir holen auf. Ach, die sind ja so cute, ja, alle. Ich würde schätzen, dass der Troll vor weniger als 15 Minuten hier vorbeigekommen ist. Alles klar, Tagnar. Das war sehr gut beobachtet, Timmy. Woher wusstest du das? Das ist Timmys Mama. Der Troll. Wir werden darin ausgebildet. Ja, deine Mutter war das, Timmy. Einer unserer Kurse an der Rote Fontäne Schule ist das Fährtenlesen. Alles Timmy klar. Timmy war schon immer einer von den Klassenbesten. Also, die können anhand der Blutspur, können sie erkennen, naja, egal. Wir sollten, ne, Rote Fontäne, denke, ihr wisst schon. Wir, die entwickeln da so Menstruationstassen und sowas. Gut, ich glaube, ich sollte mal diese Menstruationsgags in Bezug auf die Rote Fontäne schon einfach mal, vielleicht, nicht mehr machen. Gut, dass die tot ist. Wirklich gut, dass die tot ist. Ich sag's nämlich gern, aber in dem Fall wirklich sehr gut, dass die tot ist. Sehr gut. Ha, wunderbar. Und, habe ich wieder wen entdeckt? Ah, fantastisch, du hast mich gefunden. Sirusa. Ja, sicher habe ich dich gefunden. Ich bin ja auch die geilste. Ich bin schließlich Bloom. Bloom in the house. Okay. So, und hier, was ist hier für ein Sumpf? Weil gleich steht uns wahrscheinlich der Trollkampf bevor, ne? Wir sehen uns dann beim Fight gegen den Troll und so. Und da kommt noch eine krasse Passage hier, wo ich springen muss, ne? Seid gespannt. Das wird bestimmt richtig cool und so. Tschüss.